So, weiter geht's. Willkommen zum neuen Part. Ja, Ja. Peko, Peko, ich kann mich immer noch nicht mit dem einigen. Peko. Oh, jetzt, wenn ich hier das mit dem Leben gesehen habe, ne, würde ich ihn gerne noch weiter trainieren. Ah. Was Ja, meinst du, ich noch denke so mal, wenn zwei ich ein Level paar Mal machen mit oder ihm so? gelernt habe und er so langsam levelt, dann denke ich mal, kann ich ihn als Teammitglied behalten. Aber jetzt und momentan möchte ich ihn halt noch dann eher zum Schnelleveln benutzen. Gut. Ja. Auf geht's. Mal Genau. sehen, was kommt. Auftrag haben wir ja ausgeführt und jetzt will er uns nach Windia bringen. Hat man das schon im letzten Part gesehen? Ich glaube nicht. Nein, deswegen, wir wollten ja gucken. Ja, dass er das sagt, meine ich. Das, na egal. Was? Er bringt uns nach Windia jetzt. Wieso, das wissen wir doch, Momo, oder? schön euch wiederzusehen. Habt ihr auf dem Mutanten Acht gegeben? Ja. Aber ich würde das nicht gerade klein nennen. Wie können wir euch hier danken, Momo? Keine Ursache. Bis dann, Palette. Hoppala. Wartet, Momo. Wohin des Weges? Ihr kommt auf der Straße nicht durch. Bleibt doch noch eine Weile bei uns. Aber wir müssen nach Windia. Windia? Kein Problem, überlasst das mir. Ich bringe euch hin. Ach so, okay. Nur keine Sorgen. Ich habe einen Plan. Also nicht nur keine Sorge. Ja. Versprecher ist Also schon dann. fraglich. Morgen ist alles soweit. Warum übernachtet ihr nicht hier im Gasthaus? Ist ja besser, wenn Naja. der Text dann komplett ist mit dem Satz und so, weißt du? Kann man es besser lesen. Weil ich ja nicht unbedingt ahnen kann, was so im nächsten Text kommt. Aha. Danke für die Hilfe. Warum gönnt ihr euch keine Ruhe? Es ist unser Zimmer. Gut, ich habe ein bisschen nach vorne gegriffen. Ja, Naja. dieser Frachtwagen fährt nach Windia. Wenn ihr euch darin versteckt, müsstet ihr unbemerkt bleiben. Was denkt ihr, Momo? Wird die Fracht nicht geprüft? Hahaha, nur keine Sorge. Versteckt euch einfach. Ich habe jetzt schlecht gelesen. Also gut, versuchen wir es. Es ist besser als gar nichts, nehme ich an. Es ist besser als gar nichts, nehme ich an. So hätte ich es besser lesen können. Naja, macht ja nichts. Platsch. Na, ob die sich alle so aneinander kuscheln, damit sie reinpassen. Ich wundere mich auch, weil das ist ein bisschen klein. Naja, Rio fühlt sich bestimmt wohl. Ha, uff. Wir hatten Glück, dass die Leute, nach denen sie fahndeten, Momo und Nina, Momo ihre Freunde waren. Momo und Nina, genau. Momo und Nina. Rio, Peko. Sie kümmern sich für mich um sie. So wird niemand etwas von den Mutanten erfahren. Fiesling. Boah, ist der fies. Das kann ja nur schief gehen. Da kommen sie runter. Köpfe runter. Halt! Was ist das? Das ist Frachtgut vom Werk nach Windia. Frachtgut, hä? Okay, wir übernehmen es. Danke für eure Mühe. Keine Sorge. Wir geben gut darauf Acht.
Okay. War ja klar. Und wieder gefangen von den Arschlöchern. Ja. Wie findet ihr das, hm? Findet euch damit ab, ihr könnt uns nicht entkommen, also gebt auf. Ich habe Wichtigeres zu tun, als ein paar Kids zu jagen. Und ich habe Wichtigeres zu tun, als mich von euch jagen zu lassen, ihr Penner. Der Weltkampf der Meister. Okay. Ah, die gehen mir auf den Sack. Ich würde sie am liebsten töten. Ja. Oh Mann. So, Kinder. Ich hoffe, das hat euch gezeigt, wie die Welt funktioniert. Am Ende sind es Leute wie wir, die bekommen, was sie wollen. Richtig, Bruder? Die Starken bekommen, was sie wollen und die Schwachen können nichts dagegen tun. Wie beim Wettkampf der Meister. Also müssen wir nur gewinnen, richtig? Ja. Diesen Wettkampf, der was auch immer? Was? Ihr wollt am Wettkampf teilnehmen? Wir waren bis jetzt nett zu euch, weil ihr für uns viel Geld wert seid, aber alles hat seine Grenzen. Auch für uns. Gebt auf und hört auf, euch zu wehren. Wir kümmern uns um alles andere, alle anderen. Aber keine Sorge, Prinzessin. Wir werden euch nichts tun. Niemals! Lasst uns alle gehen. Ich erlaube nicht, dass ihr jemanden verletzt. Lasst uns am Wettkampf teilnehmen. Oh, oh, sie werden alle aufmüffig, Bruder. Wir sollten sie jetzt loswerden. Warte einen Moment, Sander. Das ist vielleicht doch keine schlechte Idee. Aber wenn sie teilnehmen, wird niemand glauben, dass sie gewinnen können. Hä? Warte eine Sekunde. Genau, Bruder. Niemand wird auf sie wetten. Was bedeutet, dass wenn sie gewinnen, wir viel mehr Geld machen werden? Okay, Prinzessin, wir lassen euch teilnehmen. Ich lasse euch sogar frei bis zum Wettkampf. Ihr könnt trainieren, Waffen kaufen oder tun, was ihr wollt. Aber denkt ja nicht daran zu flüchten. Wir lassen die Straße streng wachen. Und wir behalten einen von euch als Geisel hier. Fieslinge. Junge, bist du schlau, Bruder. Daran hätte ich nie gedacht. Okay, wenn also Rio und die Prinzessin beim Wettkampf mitmachen, Wettbewerb mitmachen, nehmen wir sie als Geisel? Peko bleibt. Okay, Rio. Wir zählen darauf, dass du uns einen guten Kampf lieferst. Du hast uns schließlich genug Ärger gemacht. Verlierst du, ist das das Ende. Und du entkommst uns nicht, kapiert? Okay. Oder meine Reihenfolge wieder durch deine Waffe, klar. War doch klar. Meine Fresse, ey. Saftsäcke. Ich glaube, ich gehe nochmal speichern. Mhm. Vor dem Kampf? Yep. Nur für den Fall des Game Overs. Ja, es ist ja ein Wettkampf der Meister. Und wer weiß, ob wir schon meisterhaft sind. Ich weiß aber, was mich erwartet. Es hängen viele sonderbare Typen hier herum. Aber wir sind wohl alle wegen des Wettkampfs hier. Was möchtest du tun? Boah, guck dir mal das Geld an. Boah,
Farmen. Guten Morgen, speichern? Ja, ich glaube, so viel geht halt vorher noch gar nicht. Oh. Ich meine, das letzte Mal, als ich geguckt hatte und viel gesammelt hatte, hatte ich 4000, soweit ich mich erinnere. Weißt du, was ich meine? Ja. Na gut, 52, was habe ich jetzt? 10 Minuten. 10. Okay, das heißt, ja, dann weiß ich Bescheid. Mhm. Was meinst du, wollen wir schon den ersten Kampf machen, oder? Ja. Erstmal uns umschauen und dann vor der ersten Arena warten. Besucher mit Karten, bitte hier entlang. Okay, wir haben zwar keine Karten, aber egal. Emitai ist ein Zauberer, richtig? Was wird er in einer Null-Magie-Halle tun? Todesmaske gegen Kenichi? Keiner von beiden wird gar schlagen können. Wer ist gar? Das ist so die Frage jetzt, ne? Also ich, klar, ich weiß es. Jetzt sind nicht viele Leute hier, aber wenn der Kampf beginnt, wird es schnell voll sein. Und ja, ich habe gerade ein Wort dazu gerichtet. Na und? Man kann nicht wählen, in welcher Arena man im Wettkampf kämpft. Das heißt, dass beispielsweise Leute, die Magie einsetzen, manchmal in der Null-Magie-Halle kämpfen müssen. Ha, wer ist dieser Todesmaskentyp? Kenichi wird von Chomoi und Gilipo unterstützt. Natürlich wird Todesmaske gewinnen. Wie könnte er gegen jemanden wie Kenichi verlieren? Sag das, verdammt. Das ist die Null-Magie-Halle, wo echte Männer kämpfen, keine Magie erlaubt. Also die mit großer Gewalt kämpfen, klar, Vorteil. Todesmaske gegen Kenichi? Keiner von beiden wird klar schlagen. Ach, den hatte ich schon angequatscht. Ja, den hattest du schon angequatscht. Ja, ist dieses Jahr wieder ein Top-Favorit. Okay, dann wissen wir schon mal, es ist ein Top-Favorit. Dieses Jahr sollen einige Kinder am Wettkampf teilnehmen. Einfach unmöglich, der Wettkampf sollte nur für Männer sein. Mann gegen Mann können. Darum geht es. Todesmaske gegen Kenichi? Ich weiß nicht. Er haut wahrscheinlich mit im Kampf einfach ab. Ein paar Kinder können nie gewinnen. Ich setze 1000 Zenny auf Patrio. Einfache Kids würde man nie teilnehmen. Es muss etwas anderes dahinter stecken. Ja, das steckt da auch hinter. Der ist schlau. Ja. Naja, mal schauen. Nichts. Das dürfte meine Umkleide sein. Ist etwas hier. Du fandest Münze. Ich habe hier erst vor einer Weile angefangen zu arbeiten. Wenn du mich fragst, ist ein richtiger Männerjob, jawohl. Wie heißen die Dodai? Wir müssen die Leute in der Halle vor dem Feuer hochhalten. Du gehst da rein? Nun, dann wünsch uns beiden Glück, jo. Ob ich okay bin, der Lava? Klar doch, ich bin doch dran gewöhnt, keine Sorge. In der Lava? Ich weiß nicht, halt er gern Leute so in der Lava hoch. Findest du das witzig? Ah ja. Ist etwas hier?
abgefahrenes Heilkräuter. Darf ich vorstellen, die drei komischen bunten Leute sind meine Gegner, der Soldat nicht. Ist wahrscheinlich nicht. Ach, warte mal, ich quatsch die mal an. Ja, vielleicht wissen die ja was. Unser erster Kampf gegen Kinder ist ein leichter Sieg. Und wir vergeuden keine Kraft vor unserem Aufregender. Ihr seid nur Kids, haut besser ab, solange es noch geht. Dieses Jahr sollte man gar im Auge behalten. Okay. Hast du dir schon rausgeholt? Ja, ich war mir gerade nicht sicher. Sicher, sicher. Sicher ist sicher und unsicher bleibt alles. Okay, erster Kampf. Okay, ihr seid das Team von Rio, ja? Kennt ihr die Regeln der Halle des Feuers? Ja. Jo. Bist du bereit? Ja. Bescheid, also dann, ich gehe. Regel ja, ist halt, wer den Gegner zuerst besiegt oder zuerst Lava fällt, hat verloren. Genau. Okay, Rio, hol sie dir. Rio ist dran. Okay. Auf in die Arena. Sind wir den zwei Schwerter, dann habe ich an Ray. Verehrtes Publikum! In dieser Runde Chlor gegen Rio. Bitte auf ihre Plätze. Ja, merkst du, Rios nervös? Das ist ja normal. Ein Kind in der Arena. Boah. Muss ich sagen, ne? So. Verwandlung. Boah. Ach stimmt, ich bin ja gegen Blindheit geschützt. Das ist doch auch gut. Frosthauch. Der ist schnell. Jedenfalls schneller als ich. Macht ja nichts. Ich hoffe, dass es mein nicht erwischt unten. Doch auch. Du erwischt ja alle. Scheiße. Okay, dann. Oder 11. Oh, der kann Doppelschlag. Ja, aber nicht sehr viel austeilen. Okay, dann mach ich nochmal das. Oder 34. Wie viel Leben die wohl haben? Genug. 500 oder so, keine Ahnung. 1000, glaube ich. Frosthauch wieder gegen alle. Ja. Versucht er mich wieder blind zu machen? Was niemals klappen kann. Wir sind schon bei 8 Minuten, würde ich sagen. Zumindest Spielzeit. Ja. Machen wir gleich. So. Also ich denke, das kriegen wir noch hin. Den Kampf. Hm. 94. Okay, mir geht auch langsam die MP aus. Ich glaube, das macht nichts. Das kriegen wir auch so hin. 118. Ja, auf jeden Fall mehr als 500. Ja, ich glaube eher so 2000 vielleicht. 1000 mindestens. Was? Ja, kann passieren. Das ist doof. Ja, aber noch einmal klappt. Ja, letzte, bevor ich mich zurück verwandle. Jo, und der muss noch treffen. 122. Der geht doch nicht mal in die Knie. Ach, das kommt noch. So. Ein Doppelschlag.
Okay. Naja, es geht aber. Viel Schaden macht die Gegner auch. Mal sehen. Boah. So, jetzt die Frage, ne? Welcher fährt zuerst? Ich mach so wenig Schaden. Das mach ich, das wird reichen. Molotov. Stimmt. Molotov bringt nichts. Die mögen doch Feuer, die Typen. Ach ja, stimmt. So, jetzt habe ich um die 77 oder so. Jupp. So. Einmal noch besteigen. Wieder. Genau. Den Drachen. Kostet auch nur 16, das ist gut. So. Frostklaue, genau. Brechen? Ja, abwenden dann. Könnte helfen. Ja, könnte. So denke ich jedenfalls, weil selbst wenn ich mich zurückverwandle, hat er dann weniger Abwehr und ich hau mehr ab unter den AG. Ja, aber ich würde noch 2-3 Frostklauen draufhauen. Das so, so. Nur ich mal noch einmal brechen. Okay. Probieren wir es. Es wird schwer, aber kann klappen. Auf jeden Fall ist die Abwehr ein bisschen runter. Guck ich mal, ob diese Attacke jetzt mehr abzieht. Nee. Auf die Plattform. So, nochmal auf den. Komm, das klappt. Oh, dann 50. Das ist auf jeden Fall ein langer Kampf und ich würde sagen, ich mache hier mal einen Cut. Bis gleich. Oder später. Bis morgen. Oder keine Ahnung, wann ihr guckt. So, weiter geht's. Und der Kampf geht weiter. Genau. Bam. 135 und? Ja. Ich wusste auch, dass was passiert ist. Wow. Kopf an Kopf rennen oder was? Ja. Frostklaue. 121. Noch einmal. Komm, das muss reichen, das muss reichen. Ich hoffe, dass ich das noch gewinne, ey. 122. Mach da nochmal einen Doppelschlag. Ich weiß gar nicht, wie ich das vernünftig schnell machen soll. Bevor er mal runterkloppt.
Muss er nochmal einen Doppelschlag machen. Wow, das war's. So was? Doch nicht, 85. Das hat eben so komisch geblitzt, da dachte ich. Ne, das war der Dopp. Ja, das war der 1A-Schlag. Ja. Du kannst einen Doppelschlag machen. Die Frage ist nur, ob der auch so viel abzieht, ne? Ich weiß es nicht. Nein. Schade. Erste Game Over. Boah. Oh nee. Lade. Du weißt, was das heißt? Jo. Der Kampf ging leider nicht gut aus. Das heißt, wir müssen nochmal trainieren. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nach dem Training wieder. Genau. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ich werde diesen Part noch an den anderen dran schneiden. Jo. Weil der ist so groß, das wusste ich jetzt nicht, ne? Genau. Denk dran, du nimmst noch auf. Ja, ich sag's ja. So. Okay, dann ciao. Ciao.